Bericht einer Rückführung. An dem Tag meiner Wiedergeburt befand ich mich auf dem Weg um den Erdetrabanten. Meine Niederkunft war Ausdruck meines tiefen Empfindens für das Menschengeschlecht. Geboren aus der Asche eines sterbenden Planeten, der Hass und Zerstörung gegen Liebe tauschte, Mord und Gewalt gegen die Anhäufung materiellen Reichtums unter Opferung der eigenen Identität, brachte außerdem persönlichen Verfall aller geistigen, physischen und metaphysischen Kräfte nur die Auflösung. Aus dem Geiste geboren, reinkarniert in das Menschengeschlecht, begann ich meine menschlichen Schwächen zu spüren und verfiel ihren Lastern, bis zu dem Tag, an dem ich mich erinnerte. Einst Kind des Planeten mit den zwei Sonnen, abgeschirmt unter Glaskuppeln erstrahlte blaues Licht von der Hemisphäre. Eine friedliche Atmosphäre gleichmütiger Schwingungen aus Zufriedenheit und Glück ließen meine außerirdische Mutter nur unter Trauer ertragen, was meine selbstgewählte Entschließung war. Oh, wie traurig schauten ihre übergroßen Augen sehnsüchtig fragend des Momentes gerichtet, wann ich wieder bei ihr sein würde. Steinerne Monolithen aus schwarzem Onyx in Pyramidenform gemeißelt standen erhaben in einer hochtechnisierten Welt, deren Fluggeräte sich lautlos zwischen ihnen erhoben und keine Schatten warfen. Bis bald. Hartmut Alt.